Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Es wird eine Situation angekündigt. Ah, Railstrike, aber wir sind kurz drunter. Ja. Ja. Mal gucken, wie viel Überschuss wir haben. Vielleicht sollten wir die staatliche Eisenbahngesellschaft nochmal anfassen und vielleicht so 200-300 Millionchen obendrauf geben. Können wir den Moment, wo ich vor ungefähr 10 Minuten erzählt habe, dass es schon trotzdem die richtige Entscheidung war, können wir das irgendwie löschen im Nachgang? Nein. Nee, ich glaube, es kommen gerade, also wir haben keine drängenderen Probleme als das hier kurz bevorsteht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war knapp davor und es geht langsam runter. Also ich habe jetzt nicht so eine große Angst davor. Und wir haben wieder eine Presse, eine Schlagzeile. Für drei Generationen. Ach, das ist die, das ist hier die hatten wir schon mal. Die Süßigkeitenherstellerin mit der Junkfood-Tax. Und also wir hatten sie schon zweimal. Stimmt. Und wer hat, ich glaube, beim letzten Mal gab's sogar einen praktischen Vorschlag, nämlich er benutzt doch einfach Zuckerersatzstoffe und macht daraus ein neues Geschäft. Ja, Birkenzucker, ist scheinbar Xylit. Niemand ich hört wusste, dass du es wieder sagen wirst. Birkenzucker. Ja. Und ja. Meine Meinung hat sich da bisher noch nicht geändert, was das betrifft. Ja. Wenn ich andere gute Argumente höre, ja damit. Ja, ich glaube, in Großbritannien, da ist eher das Problem, dass die Bahn privatisiert worden ist im Zuge dieses 90er Jahre Thatcher-Privatisierung. Ja, und das ist wirklich, wirklich strange. Ich war jetzt noch nicht oft in UK, aber Bahnfahren, wenn man eine Verbindung hat, wo dieselbe Firma quasi die Anschlüsse macht, ist super. Wenn du einen Betreiber wechseln musst, weil nur eine Firma in diese eine Stadt fährt, dann hast du auch mal 2,5 Stunden Aufenthalt. Ist so meine Erfahrung, aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und das ist sehr singulär. Also ich war ja bin, glaube ich, 4 oder 5 Mal in UK mit der Bahn gefahren. Aber es war nicht schön und ich habe mich sehr gefreut, wieder in Deutschland zu sein und die Deutsche Bahn zu benutzen. Ich hätte nicht gesagt, dass ich das jemals sage, aber es ist so. Ja, wenn ich nicht gerade nachts um 11 in Hannover festhänge oder Fulda ist auch immer wieder schön, dann definitiv. Mich stört häufiger weniger die Bahn als der Übergang zu anderen Verkehrsmitteln. Also gerade wenn ich im ländlichen Sachsen-Anhalt unterwegs bin, ich fahre viel mit dem Auto, einfach weil ich anders nicht hinkomme. Aber das stresst mich vor oder nach der Arbeit. Ich mag das eigentlich sehr, im Zug zu sitzen und da noch so ein bisschen runterzukommen, mich vorzubereiten. Und die Anschlüsse an den Busverkehr, das ist teilweise wirklich nicht unterhaltsam, weil es einfach sehr lange dauert oder teilweise nicht kommt. Ja. Da braucht es noch ein bisschen was in den ländlichen Raum. Eine lustige Sache aus dem Chat kann ich auch noch aufgreifen und eine lustige Anekdote erzählen. Edelhack sagt auch gerade, es gibt eine große Tradition in UK, was Streiks angeht, besonders Bahnstreiks. Tatsächlich ist das eine Sache. Ich weiß nicht genau das Datum. Ich glaube, erst in den 80er Jahren wurde der Posten des Heizers bei der britischen Bahn abgeschafft. Wann? In den 80ern. Aber da sind die schon locker 15 Jahre auf Elektrobahnen gefahren. Aber der Beruf des Heizers wurde halt nicht abgeschafft, weil dann würden ja Leute arbeitslos. Also das war halt ein Ergebnis aus dem Arbeitskampf. Also habe ich irgendwie im Hinterkopf, dass es sowas wirklich Stranges gab, dass da halt irgendwie sowas erhalten geblieben ist. Und da gibt es eine große Tradition. Also danke, Edelhack, für den Hinweis. Ich muss das mal nachgucken. Vielleicht mache ich das gleich in der Pause mal, dass ich das nochmal recherchiere. aber irgend sowas liegt mir an, auf jeden Fall. Schnell die Probleme. Nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist gleich geblieben. Unsere Verschmutzung geht runter, knickt aber wieder ein bisschen ab. Die Proteste, was die Umwelt angeht, gehen langsam nach unten. Gig Economy bleibt gleich. Unsere Wasserknappheit geht auch nach unten. Oh, sehr, sehr schön. Fettleibigkeit ist wieder ein Stück gestiegen. Was ist denn hier los?
Ich verstehe auch gerade nicht, warum wir auf einmal so in den Schulden sind. Also, habe ich irgendwas verpasst? Nee, eigentlich nicht. So, Dr. Strike ist gleich geblieben. Überfüllung, wir gucken da gleich drauf. Überfüllung der Krankenhäuser geht nach unten. Und die Asthma-Epidemie geht auch ein kleines bisschen nach unten. Gucken wir mal. Die Weltwirtschaft ist etwas eingeknickt. Kriegen wir sofort zu spüren, ja. Verrückt. Okay. Ja, und wir haben jetzt die Busförderung gemacht. Das war relativ teuer. Na, eine Milliarde, oder? Zwei. Oder 1,8. Wo haben wir es denn? Das hier? Ich sollte mehr auf die Zahlen gucken. Nee, nicht Free Bus Passes. Da. eine. Stimmt. 1,09. Aber das andere war auch. Die Elektroauto-Geschichte, da hatten wir 2 ausgegeben. Ja, aber wir waren ja vorhin trotzdem irgendwie 1,8. Ja, wir waren fast 4 im Plus. Genau. Also, mir fällt jetzt gerade nichts ein, außer dass das die Weltwirtschaft ist. Und ja, Das ist nicht viel gewesen auf dem Graph. Nee. Insofern, wow. Das ist vielleicht nochmal für uns auch ein guter Hinweis, zu gucken, wie weit wir bei unserer Wirtschaft nochmal nachsteuern können oder sollten. Und vielleicht auch das ein oder andere mal zurückzufahren, wo es nicht, weil jetzt andere Dinge laufen. Einfach mal gucken, wie unsere Wirtschaftsstruktur gerade ist. Ja. Ja. Aber erstmal das Gefahrenpotenzial. Das heißt, was sollen wir jetzt als nächstes machen? Liebe Romy, soll ich hier durch die Wirtschaft mal klicken, was wir da haben, oder gucken wir noch bei neuen Ideen? Ich würde erstmal wissen wollen, welches Gefahrenpotenzial für uns von den Patrioten ausgeht. Ah. Einfach nur, um es mal. Genau, das Gefahrenpotenzial. Unsere Effektivität ist schlecht. Wir haben. Geheimdienst haben wir, Intelligent, die Überwachungskameras, dann Pressefreiheit ist sehr gut und wir haben Tasers, wir haben jetzt nicht so viel. Ja, wir haben den Geheimdienst wieder ein Stück weit runtergefahren vorhin, nachdem, oder in einer der letzten Wochen, ich glaube letzte Woche, ja, als wir das Problem mit der organisierten Kriminalität, glaube ich, war es, gelöst ja hatten. Jetzt könnten wir das hier auch wieder hochstellen. Ja, aber momentan sieht es nicht so aus, als müssten wir uns ernsthaft sorgen. Und unsere Sicherheitsbehörden, also außer wir sehen es einfach nicht, kann auch sein. Also wenn halt die, wenn die Sicherheitsbehörden da sind und gut arbeiten, finden sie möglicherweise auch Dinge, die wir jetzt noch nicht sehen. Ja, aber auf jeden Fall sieht es jetzt nicht so aus, als ob da irgendwer ein Problem auf uns zukommen sieht. Ja. Das heißt, die Kapitalisten wetzen noch nicht die Messer, soweit wir wissen. Mhm. Es sah aber auch schon mal schlechter aus. Wir haben irgendwann schon mal drauf geguckt und ich glaube, dass wir da ein Bedrohungspotenzial hatten. Ja, ja. Ich meine, bei Kapitalisten, wir können ja mal direkt hingucken. Hier unten wird uns was angezeigt, also The Invisible Hand wird als ein kleiner Tick hier unten angezeigt. Und das ist eine bewaffnete Gruppe. Die anderen sind unbewaffnete Gruppen. Die haben auch ein klein bisschen Zuspruch, aber ja, die unsichtbare Hand hat einen kleinen Tick. Also, es sieht jetzt auch noch nicht so schlimm aus. Ich meine, was ist das hier? 10 sind da, wir sind bei 20% Zustimmung. Ja, ne, also. Tutorial Man. Ja, es sieht immer noch, also ich meine, unsere Umfragewerte sind so, das schubst diese ganzen, also führt diese Sachen hier so ein bisschen ad absurdum, wenn wir da drauf gucken, ne? Also, geht leicht rum. Ja. Aber ganz leicht. Also du sagtest, wir könnten halt gucken, ob wir was eventuell was runterfahren.
Ich hätte jetzt gesagt, also eine Sache, weil wir gerade auch diese Ereignisse hatten mit der Migration und letztes Mal hatten wir auch diese Dilemmata mit Immigration und so weiter und so fort. Ich würde da auch gerne mal drauf gucken, weil wenn ich mir jetzt hier Immigration, achso, geht eigentlich nach unten, ne? Also ist ja Auswanderung. Ah, Auswanderung. Also ist auch schön, es gibt nicht viele Leute, die weg wollen. Und dafür aber viele Leute, die zu uns wollen, weil es augenscheinlich bei uns ganz nett ist oder woanders nicht. Weil bis Leute tatsächlich das Land verlassen, aus dem sie kommen oder die Region, aus der sie kommen und irgendwo ganz neu anfangen, dann muss das, was sie da erwartet, schon echt verdammt gut sein. Und hier sehen wir gerade ethnische Spannungen. Da sind wir... Ja. Nach oben. Also das ist vielleicht auch eine Situation, die sich gerade entwickelt, ohne dass wir bereits eine Vorwarnung gekriegt haben. Wir haben auch einiges Gutes dafür eingeführt. Also die... Aber vielleicht ist es so, weil die Immigration gerade wirklich so am Anschlag steht, sollten wir vielleicht da mal drauf gucken. Mhm. Also... Ob wir was in die Grenzkontrollen gucken. Grenzkontrollen sind Passport-Checks. Das reduziert schon gewaltig Immigration um 23%, weil wir Passport-Checks haben. Durch den Biometric-Checks bin ich eigentlich Armed Guards, also das biometrische Kontrollen. Unterhalb von bewaffneten Wächtern sind, finde ich krass. Und dann Retina-Scans, aber das ist doch eigentlich auch Biometrie. Ja. Also weiß nicht, ob das der richtige Hebel ist. Für mich ist es nicht. Ich glaube nicht, dass Grenzkontrollen das Heilmittel sind für weniger Immigration. Ich glaube, dass es hilft, die Push-Faktoren, also der Grund, warum Leute aus ihrer Heimat weggehen, dort anzusetzen. Ich glaube, das ist einfach Geld, das sinnvoller investiert wird, weil hier kommst du ja nicht hinterher. Und mich selber nervt es ein bisschen, dass die US-amerikanischen Behörden sowohl meine Fingerabdrücke als auch meinen Iris-Scan haben. Also ich finde es tatsächlich nicht gut. Ja, und seit neuestem auch deine Social-Media-Accounts und sowas, ne? Ja, aber da sind wir wieder bei Privatunternehmen und da... Facebook und all den anderen, die vorhin schon mal kurz angekündigt sind. Ja. Das ist ein Privatunternehmen, nervt mich, aber das ist ein anderer Staat, das hat er. Also, ja. Deswegen wäre das nicht mein Hebel an der Stelle. Ja. Ja, also auf jeden Fall hätte ich jetzt gesagt, die ethnischen Spannungen sind etwas, das geht gerade wieder runter, aber das ist etwas, was worauf wir vielleicht gucken könnten. Deswegen, ich würde vielleicht mal bei Law and Order, Recht und Ordnung, weil da haben wir am wenigsten drauf geguckt, da würde ich mal reingucken. Mhm. Nur um es zu ergänzen, wir haben auch noch, um ein bisschen Symbolpolitik zu machen, diese Stamp Out Racism Week im Köcher. Das stimmt. Ja, wo war die? Public Services, ne? Ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, kostet nur 8 und reduziert direkt die ethnischen Spannungen. Welche hierbei, also die Anti-Corruption Agency hatten wir auch schon mal angedacht. Die fandest du vom Konzept her sehr, sehr gut. Ja, ich bin halt kein Fan von Korruption. Ja, ja. Also Korruption ist auch keins unserer Probleme im Moment, aber das köchelt wahrscheinlich an irgendeiner Stelle vor sich hin. Ich meine, wir können mal... Achso, hier kann man nicht direkt draufklicken. Naja, vor allem, ich meine, Geld, das über korrupte Kanäle läuft, muss ja ganz automatisch am Fiskus vorbeigehen. Das heißt, das wird ja nicht versteuert. Also es geht einfach super viel Geld verloren. Und wenn mehreren Staaten ganz, ganz viel Geld verloren geht, was sie dann, weil sie nicht das Glück haben, wie wir jetzt gerade eine ziemlich coole Wirtschaft zu haben, die irgendwie läuft, das ist einfach, das schadet den Bürgerinnen und Bürgern, deswegen bin ich für eine Anti-Corruption Agency. Die kostet halt
nicht viel, aber wir brauchen halt relativ viel politisches Kapital. Damit wäre die Runde eigentlich auch schon so gut vorbei. Ja, aber dann können wir das doch machen. Also ich finde die Sache ganz gut. Ich meine, na klar, wir können jetzt gucken, wie fassen wir unsere nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft an. Wie kommen wir um die Gig-Economy wieder runter? Wie lösen wir unsere Gesundheitsprobleme? Könnte man auch machen. Ich finde den Punkt aber, weil wir gerade festgestellt haben, die Weltwirtschaft macht gerade einen Knick. Und ich sehe hier durchaus eine Sache, dass wir ohne eine neue Steuer einzuführen oder irgendwen zu belasten, sondern eher was gegen Korruption zu tun, einen guten Hebel, den wir einführen können. Und ich hätte jetzt auch für nächste Runde einen Vorschlag, was wir machen bezüglich unseres Gesundheitsproblems. Oha, ich freue mich. Aber dann würde ich nämlich tatsächlich die Anti-Corruption Agency einführen. Oder? Finde ich total gut. Dann machen wir das doch mal. Korruption geht erstmal direkt runter um 14 und die staatlichen Angestellten finden es nicht so toll, aber an der Stelle würde ich tatsächlich. Ja, ich würde sie so auf High setzen. Ja, gerne. Noch ein Stück hochziehen können wir immer noch, falls wir das Problem Korruption bekommen. Ja, ich würde es unglaublich spannend finden, wenn es parallel noch einen Graph geben würde, der uns zeigt, wie viel Geld es schlussendlich aber als Plus gebracht hat, dass wir diese Agentur, diese Behörde eingeführt haben. Also die machen ja auch was und das taucht jetzt hier gerade gar nicht auf. Ja, das stimmt. Und also genau, ich glaube, das ist jetzt in Berlin auch gewesen, aber in den USA weiß ich, dass es dort so ist beispielsweise, dass diejenigen, die ein Haus gekauft haben, ein Boot gekauft haben oder irgendwas mit Geld, das aus illegalen Geschäften stammt, die verlieren halt das Ding und dann wird das halt für den Steuerzahler weiterverkauft und es wird halt direkt eingezogen. Also im Zweifelsfall ist dann der Steuerzahler auch mal Besitzer von dem Boot, das dann natürlich weiterverkauft wird. Ist interessant, wir haben noch nie auf Korruption geguckt hier, ne? Ist relativ niedrig, aber bei 10%. Also. Ja. Wir reduzieren das ganz gut. Nee, aber tatsächlich ist auch, also es gibt ja in Deutschland auch, also was ich auch nicht wusste, es gibt ein schon sehr interessantes Geldwäschegesetz. Ich hatte ja jetzt in letzter Zeit mal mit Maklern zu tun und einer, mit dem wir mal gesprochen haben, meinte so, also du glaubst fast nicht, was ich alles erlebe. Ne? Also er hat einen Standardsatz, meinte er. So, sobald jemand ankommt und sagt, ich kaufe dieses Haus oder diese Wohnung und ich kann das direkt bar hier hinlegen, dann meinte er so, sein Standardsatz ist, ich weise Sie jetzt einmal darauf hin, dass große Geldsummen in Deutschland deklarierungspflichtig sind. Wenn ich nur den Hauch eines Verdachtes habe, bin ich verpflichtet, Sie den Behörden zu melden. Haben Sie das verstanden? Also, was das angeht, das finde ich schon, also diese Vehemenz, die da auch hintersteckt, vielleicht war das auch nur ein ganz, ganz besonders aufrichtiger Typ, den wir da vor uns hatten, aber meinte so, nee, ich muss das so machen und das passiert immer mal wieder und dann sehe ich immer sehr erstaunte Gesichter, weil bei einigen Menschen, gerade bei Älteren, ist irgendwie so, na, wenn ich es bar hinlegen kann, ist das doch was Ehrenwertes und ist es halt überhaupt nicht. Ja, und ich finde, es gibt so ein schönes Wort in der deutschen Sprache, das nennt sich Integrität. Und ich finde es halt total schön, er zieht das halt durch. Er hat die Verantwortung auf der einen Seite, aber er könnte auch die Verantwortung haben und sie ignorieren. Man macht er aber nicht, sondern sagt, das ist mir wichtig und ich kommuniziere das und einerseits klar, um sich selber abzusichern, dass ihm nichts passiert. Auf der anderen Seite vermute ich jetzt mal, weil er denkt, dass das das Richtige ist, was man tut. Ja, ja, ist auch cool. Ist auch ein cooler Typ gewesen. Also, genau. So, dann haben wir das eingeführt und jetzt kommt nächste Runde. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe eine Idee, wie wir unsere... Jetzt habe ich es nicht mitgekriegt. Was stand da? Jetzt ging es um Regierungsaufträge für Freunde. Ah. So, unser Minister, Daryl Gonzalez, er schlägt uns jetzt die Gesundheitssteuervorteile vor.
was eben die andere Ministerin getan hat. Wir haben uns schon dafür entschieden, dass wir das nicht machen und dass wir wahrscheinlich die beiden auf kurz oder lang, wahrscheinlich eher kurz, ich glaube auch, auswechseln. Und wir haben wieder ein Dilemma. Die wollten doch mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, war doch die Botschaft, oder? Wir helfen ihnen dabei. Corporate Manslaughter Bill. Das klingt total furchtbar. Es geht darum, dass wenn ein Industriebetrieb beispielsweise im Ausland fertig ist, so irgendwie, keine Ahnung, Kick Esprit oder wer auch immer fertig ist in Bangladesch und dort passiert irgendwas, kann man die zur Verantwortung ziehen. Corporate Entity to be prosecuted, also dass eine Firma verurteilt werden kann, alles klar. Genau, weil die nicht dafür Sorge getragen haben, dass die Produktionsbedingungen zu Standards erfolgt sind, die das hätten verhindern können. Und okay. Das ist super spannend, weil natürlich das Unternehmen, da sind wir wieder bei Gewinnmaximierung. Also wenn es für sie günstiger wäre oder so, auf diese Sicherheitsstandards zu gucken, würden sie es ja auch machen. Aber augenscheinlich ist es ja für sie günstiger, das auszulagern und auf Masse zu produzieren und nicht dafür Sorge zu tragen, dass höchstwahrscheinlich die Subunternehmen sich an die Regeln halten. Also wenn du es auslagerst, dann ist halt der andere verantwortlich. Ja. Und ich meine, dass es einen Fall gab, Kanada oder was? Ich weiß, jetzt muss ich wirklich nochmal holen. Deswegen höre ich auf zu erzählen. Ja, dann Fall. Google kurz, weil ich sehe jetzt gerade, ich habe das, ich muss mir einen Ton dafür einrichten. Belana hat Kanalpunkt ausgegeben, damit sich André streckt. Das mache ich doch sehr gerne. Einmal den Kopf immer daran denken, immer nur in eine Rotationsachse den Kopf strecken, weil der Hals ist kein Kugelgelenk. Das habe ich übrigens letzte Woche gelernt von dir. Vielen Dank dafür. Das ist so ein Satz, der blieb mir jetzt im Kopf. Der heißt, es ist kein Kugelgelenk. Ja, ja, danke. Ja, genau. Ist klar. Weiß ich eigentlich. Ja, schön. So, hab mich gestreckt. Herzlichen Dank dafür. Das sollte ich eigentlich öfter mal einbauen. Aber wir sind ja ein Team. Wir unterstützen uns gegenseitig. Ich finde das super. Hast du was gefunden? Nee, warte. Ich war gerade völlig vom heißt es kein Kugelgelenk. Ich würde jetzt sagen, wir sprechen kurz einmal hierüber. Also ich finde das tatsächlich eine großartige Sache, dass eine Firma auch für Mord oder Totschlag verurteilt werden kann. Finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe gerade, reicht es euch, wenn es ein Wikipedia-Artikel ist, es geht um ein Gesetz, was es auf jeden Fall in den USA gibt. Ich habe es noch nicht in Deutschland gesehen, aber das muss jetzt auch nichts heißen. Also es ist nicht so, dass ich in jedem Gesetzesprozess, ganz im Gegenteil, der gerade irgendwie läuft, involviert wäre im Sinne von, ich bin informiert. Okay, das habe ich durch den Chat geschickt. Also aus dem Jahre 2007 in den USA verabschiedet. Manslaughter and Corporate Homicide Act von 2007, okay. Ja, also ich wäre dafür, wir stimmen dem Gesetz zu. Definitiv, und ich habe sogar noch ein Argument, was mit einem der Probleme zu tun hat. Ja. Die wir haben. Es ging ja vorhin auch so um Immigration. Mhm. Und wir haben uns über sogenannte Push- und Pull-Faktoren unterhalten. Also das, was dazu führt, dass man ein Land verlässt und dass man wiederum andere Faktoren, die dazu führen, dass ein anderes Land total attraktiv wird. Und ein Grund, warum Leute ihre Heimat verlassen, ist, weil sie beispielsweise unter unsicheren Arbeitsbedingungen arbeiten oder super wenig Geld verdienen oder wie auch immer. Und das wäre mein Argument, zu sagen, na, wir können ja wenigstens mal einen Anfang machen. Ja, machen wir einen Anfang. Und lassen wir dieses, finde ich sehr, sehr gut. Das ist eine schöne Argumentation. Also, stimmen wir diesem Gesetz zu? Select. Kapitalisten finden es wieder nicht gut. Liberale plus 3, das ist schön. Und die Gewerkschafter plus 6. Ganz zauberhaft. So, und jetzt sind wir soweit. Und mein Vorschlag ist, wir haben jetzt ein Defizit von 5. Mhm. Gucken wir auch noch mal kurz drauf. GDP ist, also BIP ist da oben. Die Wirtschaft ist so ein bisschen am Rumeiern.
Das hängt dann wahrscheinlich damit zusammen. Problem im Schnelldurchlauf. Nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist immer noch da. Die Verschmutzung geht weiter runter, wenn auch nicht mehr so steil wie eben. Die Proteste gehen langsam runter, das ist super. Gig Economy ist gleich geblieben. Die Wasserknappheit geht runter, das ist ganz wundervoll. Fettleibigkeit ist wieder ein bisschen, also ist gleich geblieben. Dr. Strike ist gleich geblieben. Überfüllte Krankenhäuser geht langsam runter. Und die Asthma-Epidemie ist auf dem Weg nach unten. Mein Vorschlag ist, um unser Gesundheitssystem in den Griff zu kriegen. Weil, ich meine, wir haben jetzt angefangen, wir hatten einen Überschuss und jetzt sind wir gerade wieder 5 Milliarden in den Miesen. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen hier ins staatliche Gesundheitssystem rein und knallen mal 4 Milliarden drauf. Weil wir haben irgendwann am Anfang mal ein Defizit von 25 gehabt. Wir haben das angefangen zu sanieren. Wir haben die CO2-Steuer jetzt eingeführt und wollten das eigentlich für die Gesundheit und so weiter ausgeben. Aber ich hoffe einfach, dass an dieser Stelle wir auf lange Sicht einen positiven Effekt haben werden, wenn wir hier jetzt einfach mal hingehen und ein bisschen die Ausgaben hier nochmal erhöhen, weil so wie es aussieht, müssen wir eh eine Einnahmequelle finden oder an irgendeiner Stelle Sachen zurückdrehen und dann würde ich lieber erst nochmal ein Stück Geld ausgeben, ja, an dieser Stelle, bevor wir anfangen, nach Sachen zu suchen, wo wir wieder Geld einnehmen. Das wäre mal, ist jetzt keine revolutionäre Idee, aber ein bisschen Mut. Definitiv. Also ich finde einfach, dass das staatliche Gesundheitssystem auch diesen Mut verdient hat. Logischerweise muss man das irgendwie kontrollieren, man muss gucken, dass das irgendwie alles läuft. Und das Geld nicht versickert, wo auch immer es versickert, ob es in Strukturen ist oder sonst wo. Aber diesen Grundansatz zu sagen, wir wollen ein ausfinanziertes, gut funktionierendes Gesundheitssystem, dem kann ich total folgen. Und wenn ich das natürlich jetzt der privaten Gesundheitsvorsorge, dass das jetzt für die nicht so wahnsinnig gut ist, ist mir auch klar. Aber wir haben andere Bereiche, die uns schlussendlich Geld sparen, wenn die Prävention eher beginnt. Und die Leute halt nicht erst zum Arzt gehen, wenn es quasi wirklich teuer wird. Genau. Und deswegen würde ich jetzt sagen, ich guck mal, wenn ich so, also auf knapp 30,5 Milliarden hochgehen, da haben wir schon, wenn ich das jetzt, das kostet nur 6 politisches Kapital, das zu erhöhen. Es knallt direkt auf die Überbelegung von Krankenhäusern. Und zwar 5% direkt auf den Doctor Strike genauso. Und zwar 6. Oh, toter Schlumpf. Um Gottes Willen. Toter Schlumpf. Herzlichen Dank. Das ist mein erstes Abonnement. Also, jemand hat den Kanal abonniert. Großartig. Toter Schlumpf, ich danke dir ganz, ganz, von ganzem Herzen, dass du ein Abo abgeschlossen hast. Herzlich willkommen in diesem wundervollen Kreis. Okay. Übrigens, ich hab sogar noch ein weiteres Argument. Ja. Außer je früher die Leute zum Arzt gehen, desto eher kann man noch was tun. Wir haben ja auch ganz viele andere Dinge noch gemacht, die sich auch erst in den kommenden Jahren jetzt in diesem Spiel auszahlen werden, was gesunde Ernährung und Sport und betrifft, die ja wiederum auch idealerweise dazu führen, dass es den Leuten besser geht. Ja. Was auch wiederum unser Gesundheitssystem entlastet. Korrekt. Das heißt, ich sehe auch durchaus, dass wir irgendwann da wieder anfassen können, um es ein bisschen zurückzufahren. Genau. Aber dann, ich hätte jetzt so gesagt, wir machen 4 Milliarden obendrauf und das bringt schon wirklich viel. Ja, und dann würden wir vielleicht auch endlich mal diese zwei Probleme, mit denen wir uns schon die ganze Zeit, mit uns rumschleppen, würden wir auch mal angehen können. Insofern, ja, klar, komm. Ja, dann drücke ich jetzt auf Play Changes. Okay, und da muss ich auch Danke sagen, direkt an Edelhack.
Großartig. Der Edelhack hat auch mal gerade seine Amazon Prime-Mitgliedschaft benutzt, um hier auch ein Abo rauszuhauen. Herzlichen Dank. Das heißt, zwei Menschen haben jetzt in kurzer Folge Geld in unsere Richtung geworfen. Herzlichen Dank. Total verrückt. Vielen, vielen Dank. Ja, dankeschön. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall einen zauberhaften Tag.